Also zuerst mal die Übersicht. Ich habe mir erlaubt, mal ein bisschen zu statistische Daten zusammenzustellen. Wie sieht es überhaupt mit der Mehrsprachigkeit aus? Und das ist gar nicht ganz so einfach, hier solche Daten, auch aktuelle Daten, irgendwie sinnvoll zusammenzustellen. Dann muss ich sicher ein paar Begriffe, ein paar klärende Worte sagen zur Frage, was ist überhaupt Mehrsprachigkeit? Wen bezeichnet man, Mann, Frau, als mehrsprachig überhaupt? Eine ganz kurze, das ist ein Nebenschauplatz, die Frage des Bildungserfolgs mehrsprachiger Kinder, weil es ein Thema ist, was ja schon seit Jahren in der öffentlichen Diskussion ist. Trotzdem gibt es hier einige Feinheiten, die man auch nochmal diskutieren sollte, was die Frage der Erfassung dieser Kinder überhaupt angeht. Ja, dann komme ich kurz zum Thema, das ist auch ein altes Thema, Ressource oder Risiko, und habe als kleines Beispiel Wortschatzentwicklung in zwei Sprachen, spreche ich mal ganz kurz an. Spreche auch kurz mal die Beschulungsformen an. Das ist natürlich ein Thema, was jetzt in diesem Kontext besonders wichtig ist, weil der ja die Frage der geeigneten Klassenform oder Intensivklasse oder eben integrierte Formen in der Regelklasse oder teilintegrierte. Das ist sicher ein Aspekt, der auch für die Frage der konkreten Projekte zum Thema Mehrsprachigkeit an Schulen wichtig ist. So, und das ist jetzt der Schwerpunkt, das Kapitel 6, unterschiedliche Konzepte im Umgang mit Mehrsprachigkeit in der Schule, also auch durchaus historisch. Ich bin ja jetzt auch schon sozusagen Blick auf eine lange Geschichte dieser Konzepte zurück. Beginnend mit dem damaligen, der hieß damals muttersprachlicher Ergänzungsunterricht in den 80er, 90er Jahren. Damit fange ich an, gehe aber dann relativ schnell auf neuere Aspekte ein. Und am Ende möchte ich auch neuere Forschung nicht unerwähnt lassen, wobei das nur ein ganz kleines Streiflicht sein kann, weil das sprengt natürlich den Rahmen sowieso. Das sind statistische Angaben, und zwar muss man immer dazu sagen, woher, nämlich aus dem Mikrozensus, dass man einfach nochmal sieht, was für Kategorien werden hier gebildet. Man spricht ja von Migrationshintergrund immer noch. Mittlerweile wird schon an einem neuen Begriff gebastelt in der statistischen Forschung. Der Begriff besagt tendenziell Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind oder deren Eltern beziehungsweise ein Elternteil nicht in Deutschland geboren ist. Also im Unterschied ganz klar zur Kategorie Staatsangehörigkeit, die ja auch noch relevant ist, aber natürlich nicht für diese Frage des Migrationshintergrundes. Das sieht man jetzt hier sehr schön, dass von diesen 82 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, ungefähr 22 Millionen einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Also etwas mehr als ein Viertel auf jeden Fall. Das verteilt sich altersmäßig sehr unterschiedlich. Also wenn Sie diese Alterskohorten hier anschauen, also von den unter 5-Jährigen bis zu den über 85-Jährigen, dann sieht man, dass der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund, Kindern und Jugendlichen insbesondere, sehr hoch ist und auch noch von den sozusagen im mittleren Erwachsenenalter, und er geht dann erst ab 45 doch deutlich zurück. Das heißt, wir haben hier tatsächlich auch eine solche Alterspyramide, die sich unterschiedlich mit Migration sozusagen überlagert. Das heißt, tendenziell sind wir natürlich auf jüngere Leute angewiesen, sage jetzt ich auch als Rentner, dass wir Alten würden, Sie können gut froh sein, dass es auch genug Zuwanderer in Deutschland gibt. Die Staatsangehörigkeit bleibt ein Kriterium natürlich in der Statistik, und ich habe jetzt mal mir erlaubt, diese 15 wichtigsten Staatsangehörigkeiten, nicht deutsche Staatsangehörigkeiten, hier von den letzten Jahren aufzulisten. Das ist schon wieder ein Problem. Die ukrainischen Flüchtlinge kommen hier nicht vor, weil die erst zum ersten Mal 22 sozusagen erfasst wurden. Deswegen habe ich die aktuelle Zahl da unten drunter gesetzt. Das heißt, es ist nochmal eine ganz neue Konstellation entstanden. Aber Sie sehen jetzt hier auch bei diesen Staatsangehörigkeiten die Veränderungen in den letzten Jahren. Und man sieht natürlich, dass es in einem sehr starken Zuwachs gibt aus den Ländern Syrien, Rumänien, Afghanistan, immer noch Balkan, Kosovo, aber eben doch wesentlich weniger stark. Das ist alles ganz schwer zusammenzufassen. Also ich hätte gerne Statistik gehabt, die alles in einem Blick hat, denn auch hier fallen die Gruppen natürlich auch rechtlich in unterschiedliche Kategorien, und eine dieser Kategorien sind Asylbewerber. Das sind jetzt nochmal zwei ältere Daten.
Da kann man aber schon sehen, wir blicken ja auf das Jahr 2015 zurück, also nicht erst 2022 ist ein Jahr mit einer sehr starken Migration von geflüchteten Menschen. 2015 war das erste große Jahr und hier sieht man tatsächlich auch den hohen Anteil von Geflüchteten aus dem Nahen Osten. Das bleibt sich erhalten. Wenn Sie jetzt auf das Jahr 2023 schauen, dann sehen Sie, dass nach wie vor von dieser Kategorie, als Menschen, die einen Asylantrag stellen, nach wie vor etwa 2/3 aus dem Nahen Osten stammen, also aus den Ländern Syrien, Afghanistan, Türkei, Iran und Irak. Nicht berücksichtigt auch hier die ukrainischen Flüchtlinge, weil sie nicht in das reguläre Asylverfahren einbezogen wurden. Jetzt kommen wir erst zur Mehrsprachigkeit. Das war jetzt also nur Vorgeplänkel über eine Kategorisierung Migration. Die spannende Frage ist jetzt natürlich, was sagt das jetzt über Mehrsprachigkeit aus? Und hier kommt wieder dieser Mikrozensus ins Spiel. Es wurde ja auch die Frage gestellt, welche Sprache sprechen Sie überwiegend in der Familie, also zu Hause? Und dann gab es die Antwortmöglichkeiten nur Deutsch, vorwiegend nicht Deutsch. Na, darüber kann man immer diskutieren, ob diese Fragen oder diese Hauptkategorien sinnvoll sind. Das ist jetzt immerhin eine Hilfskonstruktion, weil man jetzt hat man auf jeden Fall eine Gruppe, die habe ich jetzt in Gelb hervorgehoben, nämlich vorwiegend nicht Deutsch. Das heißt, da kann man weiter fragen, ja, welche Sprache ist es denn jetzt, die in Ihrer Familie vorwiegend gesprochen wird? Welche Sprache oder auch Sprachen? Also man sieht hier links nochmal die Gesamtpopulation Deutschlands. Da hat man jetzt hier wieder diese 12 Millionen fallen jetzt heraus. Das sind die, wo man tendenziell in der Befragung hatte, vorwiegend nicht Deutsch. Und wenn Sie die Menschen mit Migrationshintergrund nehmen, diese 22 Millionen aus dieser Grundgesamtheit links und die nochmal selber in der Torte aufteilen, dann sehen Sie, dass über die Hälfte diese andere Sprache als vorwiegend nicht Deutsch angibt, aber eine doch deutliche Minderheit sagt, wir sprechen nur Deutsch, trotz Migrationshintergrund nur Deutsch. Also das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die hier getroffen werden muss. Der Migrationshintergrund sagt eben gar nichts, erstmal nichts über die Frage aus, welche Sprache eigentlich von Kindern gesprochen wird. Nebenbei noch ein kleiner Streiflicht auf Frankfurt. Ich habe leider nicht genug Daten über Frankfurt zusammengestellt können, aber wenigstens aus dem AMCA die Daten über Kita Frankfurt. Und da sieht man, dass in Frankfurt natürlich die Verhältnisse noch mal ganz anders sind wie im Bundesgebiet. Also wir haben 70% mehr beziehungsweise multilinguale Kinder im Vergleich zu 30%, die sozusagen monolingual deutschsprachig sind. So, jetzt habe ich mir erlaubt, eine schöne Grafik zu basteln aus diesen Sprachen, die dann angegeben werden im Mikrozensus, nämlich zu gucken, welche Sprachen überhaupt, ne? Und es war mir wichtig, jetzt nicht nur vier große und dann der Rest ist sonstige, sondern wirklich mal eine alphabetische Abfolge dieser ungefähr 25 Sprachen Ihnen zu präsentieren. Und Sie sehen hier etwas, was man ja im Neudeutsch mittlerweile als Superdiversität bezeichnet. Das ist ein Begriff, den es gibt seit etwa 2009 von einem englischen Soziologen, Soziolinguisten Stephen Wojtowicz entwickelt. Und das sieht man hier sehr schön, dass eben die großen quasi monolithischen Vorstellungen von solchen Zuwanderergruppen, die man noch in den 60er, 70er Jahren hatte, nicht mehr gelten, sondern wir haben jetzt natürlich einige größere Sprachen, aber sehr viele kleine. Und diese kleinen Sprachen, wenn Sie sich die anschauen, deuten auch auf ganz unterschiedliche Migrationsgruppen natürlich hin. Also Arabisch zum Beispiel deutet auf den großen Anteil der syrischen Flüchtlinge hin, aber Sie haben natürlich auch arabisch sprechende marokkanische Einwanderer, die im Rahmen der Arbeitsmigration der 60er Jahre nach Deutschland gekommen sind. Oder Sie haben Russisch natürlich, eine Gruppe, auch sehr groß. Ein Teil dieser Sprecher sind quasi deutsche Spätaussiedler, also deutschstämmige Spätaussiedler. Ein Teil sind jüdische Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion und ein Teil sind geflüchtete, ganz normale, geflüchtete Russen aus unterschiedlichen Gründen, zum Teil auch natürlich aufgrund von politischer Verfolgung. Und die dritte große Gruppe, Türkisch, das wissen Sie ja auch selber, das ist ja jetzt gerade wieder aktuell wegen den Wahlen in der Türkei. Wir haben eine Gruppe, die türkische Staatsangehörige sind, aber wir haben eine noch größere Gruppe, etwa insgesamt glaube ich etwa 3 Millionen, die türkische Wurzeln haben, aber tatsächlich deutsche Staatsangehörigkeit haben und die natürlich in ganz unterschiedlicher Weise hier unter dieser Gruppe türkisch erfasst werden. Das sind natürlich keineswegs alle,
die man jetzt auf einen türkischen Migrationshintergrund beziehen würde, die auch tatsächlich türkisch zu Hause sprechen. Das wollte ich Ihnen jedenfalls mal gezeigt haben, um diese Diversität, diesen großen Grad an Verschiedenheit dieser unterschiedlichen Sprachen sichtbar zu machen. Das wollte ich nur kurz erwähnt haben. Europa verfolgt eine Sprachpolitik sozusagen plus zwei, heißt das, also die Nationalsprache plus zwei weitere Sprachen, in der Regel Englisch und eine weitere. Und das hat natürlich mit dieser Diversität, die Sie jetzt gerade gesehen haben, nicht sehr viel zu tun. Aber die europäische Sprachenpolitik ist es wiederum, die sich in der Schulsprachenverteilung niederschlägt. Das ist also eine Statistik auch vom Bundesamt über die verwendeten Sprachen, die als Fremdsprachen in der Schule unterrichtet werden, aus den letzten 2 Jahren. Und Sie sehen hier klassisch 3/4 der Schüler, die an solchem Sprachunterricht teilnehmen, nehmen an einem Englischunterricht teil. Hätte ich nicht gedacht, dass Französisch immer noch Platz 2 deutlich den Platz 2 behaupten kann. Und auch erstaunlich, dass Latein immer noch ein bisschen weiter vor Spanisch liegt. Also das ist noch in gewisser Weise eine sehr traditionelle Sprachenlandschaft, die Sie an deutschen Schulen, das sind jetzt alle Schulen zusammen, das könnte man jetzt nochmal aufdröseln nach Grundschulen, Sekundarstufe 1 oder eben dann tatsächlich gymnasiale Oberstufe. Das brauche ich jetzt nicht vertiefen. Interessant sind hier die Sprachen, die man als quasi wichtige Zuwanderersprachen bezeichnet. Das sind diese winzig kleinen Tortenstückchen. Da sehen Sie Italienisch mit 46.000, Sie sehen Türkisch mit 34.000 und Sie sehen Russisch mit 97.000. Das sind tatsächlich winzige Segmente in dieser offiziellen Sprachpolitik der Schule. Und wenn Sie diese Hierarchie, die ich hier rechts aufgezeichnet habe, sich mal anschauen, dann sehen Sie hier klar, es gibt natürlich Primat der Landessprache, Deutsch. Taucht ja gar nicht auf. Die ganze Torte ist quasi Deutsch. Die Kinder lernen alle Deutsch. Dann haben wir internationale Sprachen, wie eben in Deutschland immer noch Englisch und Französisch, gewissem Grad Spanisch. Wir haben eine klassische Bildungssprache, Latein, wobei Altgriechisch mittlerweile verschwunden ist aus der Schullandschaft fast vollständig. Die migrantischen Sprachen, die hier stehen, sind alles natürlich auch stark verbreitete und in gewisser Weise national etablierte Sprachen. Das sind natürlich offizielle Sprachen in ihren Herkunftsländern. Aber wir wissen, dass es in Deutschland, das hätte ich an der vorherigen Grafik auch nochmal zeigen können, auch Sprachgruppen gibt, die keinen offiziellen Status haben, wie zum Beispiel die Kurden. Die Kurden in der Türkei, die Kurden im Irak, die Kurden in Syrien tauchen in dieser Sprachenlandschaft natürlich nicht auf, wohl aber bei den Sprechern. Viele reklamieren für sich natürlich hier in Deutschland auch Kurdisch zu sprechen. So, wir sprechen jetzt mal über Mehrsprachigkeit, wenigstens ein paar grundlegende Informationen. Im Folgenden geht es jetzt immer nur um individuelle Mehrsprachigkeit. Das heißt, es gibt ja auch eine Mehrsprachigkeit von Gesellschaften, die also mehrsprachig organisiert sind, wie zum Beispiel Belgien mit seinen beiden Hauptsprachen, Flämisch und Französisch, oder die Schweiz mit ihren 3 Hauptsprachen. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Wir haben in Deutschland eine dominante Einsprachigkeit. Das haben wir jetzt schon gesehen an dieser Grafik davor, mit einer einzigen international stark etablierten Sprache. Aber wir haben sprachliche Minderheiten, und zwar sogenannte autochthone Minderheiten in kleinen Regionen, also Sorben in der Niederlausitz, also eine kleine slawische Sprache. Wir haben Dänisch an der Grenze zu Dänemark in Schleswig-Holstein. Das sind eigentlich die wichtigsten von diesen autochthonen Minderheitensprachen und natürlich sehr viel größeren Umfang. Rein quantitativ sind die Sprachen, die von Zuwanderern aus unterschiedlichen Gründen, aus unterschiedlichen Teilen der Welt mitgebracht werden. Jetzt habe ich mal eine Definition von Mehrsprachigkeit. Da gibt es ja einige Linguisten im Publikum, die werden das vielleicht anders sehen. Ich wollte jetzt mal einfach eine Hilfe uns liefern, damit wir nicht hinterher in so eine Debatte geraten. Was ist eigentlich Mehrsprachigkeit? Das ist also jetzt von Tracy, Rosemary Tracy, aus einem Aufsatz, der sich speziell auf die frühkindliche Mehrsprachigkeit stützt. Aber das ist hier extra nicht so formuliert, sondern sehr viel weiter formuliert. Also hier ist die Vorstellung tatsächlich eine Beherrschung von diesem sprachlichen Kenntnissystem, wie es hier heißt, die ist dem Sprecher, der Sprecherin gestattet, mit monolingualen Sprechern der beiden Sprachen jeweils erfolgreich zu kommunizieren. Das ist eigentlich der Kerngedanke dabei. Wie dann im Einzelnen kommuniziert wird, ist nicht weiter relevant. Es ist natürlich so, das wissen Sie auch, dass mehrsprachige Menschen
untereinander auch durchaus beide Sprachen gleichzeitig verwenden können für die Kommunikation. Also nicht darauf angewiesen sind, nur immer in der einen Sprache ihrer beiden Sprachen zu kommunizieren. Das meint der zweite Teil, der von diesem sogenannten bilingualen Modus spricht. Also entscheidend ist aber der Satz zu sagen, es geht hier nicht um eine Perfektion dieser Sprachkompetenz, sondern es geht um den aktiven Gebrauch dieser Sprachkompetenz. Das kann man nochmal in diesem Schema sehen. Also die ältere Definition, da sehen Sie hier noch Bloomfield, bedeutender amerikanischer Linguist, Anfang der 30er Jahre, Native-like Control of Two Languages, das wäre eine sehr strikte Definition. Genauso bei Chomsky die Vorstellung eines perfekten Sprecher-Hörers und dann eben in zwei Sprachen. Das ist natürlich ein sehr kleiner Kreis von Leuten, der darunter wahrscheinlich fallen würde. Während in der heutigen weiten Definition von Tracy, aber auch vielen anderen Kollegen aus der Sprachwissenschaft natürlich genau dieses nicht vorsortiert wird. Das heißt, wir haben keine Aussage über den Zeitpunkt des Erwerbs. Also mehrsprachig werden kann ein Mensch noch in hohem Alter. Wir haben keine Aussage über die Schriftsprachlichkeit, weil wir haben einen großen Teil der Welt mit einer hohen Analphabetenrate, die trotzdem mehrsprachig sind. Wir haben keine Aussage über die Distanz der Sprachen, das heißt, benachbarte Sprachen lernen leichter und sowas. Das ist hier auch nicht relevant und spielt auch tatsächlich für die mehrsprachige Praxis keine Rolle. Und wir haben auch keine Aussage über die Symmetrie, also die Frage der Balanciertheit dieser beiden oder mehreren Sprachen. Das ist für Mehrsprachigkeit keine sozusagen Conditio sine qua non. Ich habe eine kleine Streiflicht. Man könnte viele interessante literarische Beispiele jetzt einstreuen über diese unterschiedlichsten Konstellationen von Mehrsprachigkeit. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel genommen, Elias Canetti, der eine sehr, sehr schöne Autobiografie in verschiedenen Teilen, also in mehreren Bänden quasi geschrieben hat. Und der erste Teil heißt Die gerettete Zunge. Da geht es genau um seine Muttersprache eigentlich, seine Muttersprache bzw. Sprachen. Und was er hier beschreibt, ist ein Phänomen, was es auch im Migrationskontext gibt. Das heißt, es gibt hier Sprachen, die am Anfang des Lebens für Kinder die unmittelbaren Bezug herstellen und diese Sprachen gehen irgendwann verloren. In diesem Falle durch Migration. Canettis Familie hat Bulgarien verlassen und das Bulgarisch, was in der Familie gesprochen wurde, beziehungsweise auch mit den Umliegenden, mit Menschen aus dem Dorf und so weiter gesprochen wurde. Das hat der kleine Elias wieder vergessen. Aber er konnte sich natürlich noch an diese Vampirgeschichten erinnern, interessanterweise, aber nicht mehr in Bulgarisch, sondern mittlerweile auf Deutsch. Das ist ein interessantes Phänomen. Also wir haben diese Vorstellung, das wäre etwas mit der Identität Verwurzeltes, was sich gar nicht mehr, es ist so tief verankert, dass man das eigentlich die Persönlichkeit mit dieser Sprache schon festgelegt ist. Das würde dies doch ein bisschen korrigieren, so ein Bild. Und das ist vielleicht auch für einen etwas offeneren Umgang mit Mehrsprachigkeit nicht unwichtig. Ich habe jetzt hier verschiedene Typen des Zweitspracherwerbs. Also wie werden Menschen überhaupt mehrsprachig? Das will ich jetzt gar nicht im Detail vorstellen. Ich zeige Ihnen lieber hier ein etwas anschaulicheres Schema, wo man jetzt sehen kann, welche unterschiedlichen Erwerbsformen gibt es. Und natürlich interessant ist der Bereich in der Mitte, der sogenannte Zweitspracherwerb. Das heißt, hier geht es um Menschen, die zuerst eine andere Sprache angefangen haben zu lernen als Kinder, als kleine Kinder. Und dann, und zwar meistens durch die Institution, in unserem Fall die Institution Schule, eine zweite Sprache erwerben. Das wäre das Kästchen, ich weiß nicht, ob man meinen Cursor sehen kann, das wäre etwa das Kästchen, das dritte Kästchen von links. Das ist der Zweitspracherwerb, in den es im Folgenden insbesondere gehen wird. Also wir haben Kinder, die wachsen einsprachig in ihrer Familie auf. Mehr oder weniger einsprachig, muss man sagen, denn Menschen, die hier in Deutschland leben, haben natürlich trotzdem, obwohl sie in der Familie eine Familiensprache sprechen, natürlich trotzdem mit Deutsch zu tun. Das kommt schon mit den Medien ins Spiel, das kommt natürlich durch Außenkontakte ins Spiel. Insofern ist dieser Zweitspracherwerb natürlich nicht völlig abgekoppelt. Das heißt, wenn man sagt, Kinder kommen mit 3 in die Kita durchschnittlich, dann wäre dann der Startpunkt für viele Kinder, wäre der Startpunkt des Zweitspracherwerbs, aber eben mit so einem gewissen Vorlauf. Und das Zweite, was ich hier kommentieren möchte, das habe ich auch oben in der Folie stehen, bin ich mit den Kollegen Geist und Kraft nicht ganz einer Meinung. Also hier wird klar getrennt zwischen einem ungesteuerten und einem gesteuerten Spracherwerb. Und natürlich
ist der Fremdspracherwerb gesteuert. Das ist vollkommen klar. Das ist ein Erwerb, der nur in der Schule stattfindet und zwar außerhalb des Gebrauchskontextes. Das heißt, Fremdspracherwerb findet für uns auf Englisch in Deutschland statt. Wenn wir jetzt in England leben würden und würden dort Englisch lernen, dann wäre das schon ein Zweitspracherwerb, weil nämlich der Erwerb der Zweitsprache gleichzeitig natürlich im Leben außerhalb der Lernsituation stattfindet. Und das gilt aber auch jetzt umgekehrt für den Zweitspracherwerb. Der ist auch in gewissem Maß gesteuert, weil die Kinder gehen ja in die Schule. Die Schule würde man ja irgendwie behaupten wollen, sind Lernarrangements, die in gewissem Grad von Lehrkräften gesteuert werden. Das würde ich jetzt schon mal behaupten wollen. Und insoweit findet hier auch ein Erwerb des Deutschen in einem gewissen Maße gesteuerten Kontext statt. Das wäre vielleicht als Vorgeplänkel, um sich über diese Frage, wir reden jetzt von Mehrsprachigkeit und wir reden jetzt von Zweitspracherwerb im Migrationskontext in Deutschland in Bezug auf die Schule. Und natürlich ist das Thema deswegen relevant, weil es hier um Bildungsungleichheit beziehungsweise um den Anspruch geht, mehr Bildungsgleichheit herzustellen. Und das ist jetzt ein Thema, was die Bildungsdiskussion schon seit über 20 Jahren beherrscht. Und ein Anlass dafür war ja damals die PISA-Studie, der sogenannte PISA-Schock. Und das hat sich natürlich auch schon in Grundschuluntersuchungen gezeigt. Also IGLU wäre das Gegenstück dazu, also eine Grundschuluntersuchung in Bezug auf die Frage, wie beherrschen Grundschüler im vierten Schuljahr Lesen, Mathe und naturwissenschaftliche Grundverfahrensweisen. Und der Fokus soll hier auf Lesekompetenz liegen, weil ich selber bin ja auch aus dem eher sprachdidaktischen Bereich. Das wurde ja auch schon gesagt. Was hier jetzt spannend ist, ist Folgendes. Die Frage, da wird ja jetzt gesagt, wir vergleichen Kinder mit Migrationshintergrund in Deutschland mit Kindern ohne Migrationshintergrund. Und das ist natürlich, haben wir ja schon gesehen, wenn man jetzt sagt, das liegt an der Sprache, an der Mehrsprachigkeit, ist das ja schon mal ein problematischer Punkt, weil wir ja gesehen haben, dass Migrationshintergrund und Mehrsprachigkeit nicht automatisch zusammenfallen. Jetzt haben wir eine Entwicklung in IGLU gehabt. IGLU gab es zum ersten Mal 2003, dass nämlich im 2016 zum ersten Mal diese Frage der zu Hause gesprochenen Sprache als Kriterium verwendet worden ist. Und das sehen Sie jetzt jetzt brauchen wir erstmal die Lesekompetenz. Das will ich nur kurz erwähnt haben. Aber dass man wenigstens eine Vorstellung hat, da werden jetzt gleich Zahlen sozusagen über den Bildschirm flimmern. Und diese Zahlen, die hier als Mittelwerte von Lesekompetenz festgehalten werden, die muss man irgendwie in diesem Schema irgendwie verankern. Das heißt, das Schema, diese Leseaufgaben, die es natürlich bei diesem IGLU-Test gibt, haben genau den Anspruch, diese unterschiedlichen Fähigkeiten der Informationsverarbeitung zu messen. Informationsverarbeitung natürlich sprachlicher Natur. Das heißt, es geht jetzt darum, durch das Lesen Informationen aus diesen Texten zu entnehmen und natürlich unterschiedliche Komplexitätsgrade dieser Verarbeitung. Das ist Lesekompetenz. Wollte ich nur mal gesagt haben, wenn Sie gleich die Zahlen sehen, dass Sie sich da nicht fragen, was wird da überhaupt erfasst. Und das ist jetzt der Befund. Das ist noch vor Flüchtlingskrise, das habe ich extra nochmal genommen, also vor den Zahlen von 2015, weil die Kinder wurden noch nicht getestet nach einem Jahr Aufenthalt in Deutschland, sondern das betrifft jetzt tatsächlich Kinder ohne unmittelbare Fluchterfahrung, die also schon länger, mindestens ein Jahr in der deutschen Schule gewesen sind. Und was Sie jetzt hier sehen, ist die doch erhebliche Diskrepanz. Sie haben hier die zwei Werte, 509 ist dieser Mittelwert der Lesekompetenz bei Kindern, die manchmal oder nie Deutsch sprechen zu Hause, im Unterschied zu dem Wert 549 von Kindern, die tatsächlich fast oder immer Deutsch sprechen. Und wenn Sie das jetzt vergleichen, also es sind nur 16,6% betroffen von dieser Statistik. Wenn Sie sehen, es sind ja tendenziell 30%, das heißt, es ist nur die Hälfte ungefähr, die dieses Kriterium erfüllt, also ein überwiegend oder ein fast ausschließlicher Gebrauch der Erstsprache in der Familie, der hier mit einem Rückstand in der Lesekompetenz verbunden ist. Das wollte ich als wichtigsten Punkt gesagt haben. Ich möchte mich jetzt hier an IGLU nicht so lange aufhalten. Die Daten sind ja verfügbar, das überspringe ich mal. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, ist, wir haben einen nach wie vor ungünstigen Erwerbsverlauf. Das gilt für Lesen, das gilt auch für Mathe, das kann ich hier jetzt nicht zeigen.
Wir haben einen Einfluss von diesen beiden Faktoren, beide relativ stark. Wir haben diesen dominanten Sprachgebrauch gerade gesehen bei diesen 16,6%, der sich sehr stark auf die Lesekompetenz auswirkt. Und wir haben andererseits den Migrationshintergrund, beide Teile, beide Elternteile sind zugewandert, was eben auch ein Faktor ist, der sich sehr stark auf diese Lesekompetenz auswirkt. So, natürlich haben wir ein drittes Kriterium, das hier nicht im Einzelnen diskutiert werden kann, nämlich den sozioökonomischen Status. Und wenn man den einbezieht in eine Regressionsanalyse, dann verringert sich quasi dieser Abstand der Gruppen mit Deutsch als, also fehlendem Deutsch als Familiensprache beziehungsweise Geburtsland der Eltern, beider Eltern im Ausland. Also wir haben ein Problem mit dieser Differenz der Bildungschancen, was nach wie vor für Deutschland eine Herausforderung ist. Und deswegen gibt es diese Reihe ja auch, wurde ja auch schon eingangs sehr schön gesagt, dass es darum gehen muss, mehrsprachige Kinder eben auch vielleicht besser zu fördern, um eben genau diese Probleme in den Griff zu bekommen. Und ich habe jetzt hier drei Stichwörter, nämlich es geht um die Beschulungsform, da komme ich ganz kurz nochmal drauf zu sprechen. Die Sprachförderung im Deutschen, das spare ich heute jetzt quasi aus, weil mein Vortrag ja Mehrsprachigkeit sein soll. Und das wäre dann auch genau der Teil, den ich dann hoffe, noch ein bisschen ausführlicher behandeln zu können. Ich glaube, ich gucke jetzt auf meine Uhr, ich mache das relativ knapp. Die Frage mit diesem Risiko und Ressource oder Risiko, das ist eine sehr abstrakte Diskussion. Und ich bin eigentlich dafür, das ist in den letzten Jahren auch verstärkt geschehen, das empirisch irgendwie zu fundieren. Also tatsächlich zu gucken, wie entwickelt sich Sprachkompetenz mehrsprachiger Kinder im Vergleich zu einsprachigen. Und da muss man natürlich immer die Frage stellen, in welcher Sprache. Das heißt, bei mehrsprachigen Kindern haben wir ja dann zwei Sprachen, die erfasst werden können. Und natürlich kann man dann auch diese beiden Sprachen vergleichen. Das ist nicht ganz ohne, das kann ich Ihnen an der nächsten Grafik vielleicht gleich zeigen. Das ist eine Grafik aus den Niederlanden, ein Projekt mit niederländischen, also Kindern, die in den Niederlanden aufwachsen, mit türkischem und marokkanischem Migrationshintergrund. Das ist die rechte Seite und die linke Seite, das sind Kinder niederländisch, quasi niederländischstämmige Kinder, also die aus niederländischstämmigen Familien mit holländisch als einziger Familiensprache quasi aufwachsen. Und hier sieht man in gewisser Weise den Vergleich. Einmal was den Erwerb des Niederländischen angeht, links, und rechts den Erwerb der Erstsprache von allen vier Gruppen. Natürlich ist die Erstsprache bei den ersten beiden Gruppen identisch, nämlich Niederländisch. Das ist also hoher ökonomischer Status, das ist die schwarze Linie, und die graue Linie ist holländisch oder niederländisch mit niedrigerem ökonomischem Status. Die sind identisch, diese beiden Grafiken, aber die beiden anderen bilden jetzt hier eine andere Sprache ab, nämlich im Falle der türkischen Kinder türkisch und im Falle der marokkanischen Kinder Tarifit. Das ist also eine Berber-Varietät, die von den in Niederlanden lebenden Marokkanern überwiegend gesprochen wird. Und was müsste man jetzt eigentlich machen? Wir haben ja jetzt die Bilingualen quasi aufgespalten auf diese zwei Grafiken. Die Monolingualen sind ja nur in Niederländisch getestet worden. Man müsste jetzt eigentlich diesen Wortschatz nehmen und die Grafiken übereinander setzen. Das heißt, dann hätte man tendenziell einen Wert, wenn man jetzt sagt, die Kinder mit Türkisch haben zu Beginn mit 3,2 Jahren einen Wert von 10 Punkten im Niederländischen, dann müsste man die 12 Punkte, die sie für Türkisch haben, noch dazu zählen, wäre über 22, dann wären sie weit über den niederländischen Kindern. Ist mir klar, dass man das nicht machen darf, dass man das nicht machen sollte, aber ich wollte damit nur andeuten, der Erwerb von Wortschatz stößt natürlich auf Kapazitätsherausforderungen. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach sagen, wir verdoppeln jetzt sozusagen die Ressourcen, die kognitiven Ressourcen, und dann muss das Kind quasi genau den gleichen Wortschatz in beiden Sprachen beherrschen, sondern es wird natürlich einen Wortschatz beherrschen, der ein Teil dieser Wörter in beiden Sprachen verfügbar sind. Ein gewisser Teil vielleicht nur in der einen und ein gewisser Teil vielleicht nur in der anderen, ohne dass das eine Einschränkung der Handlungsfähigkeit bedeuten muss. Also man muss irgendwie einen Weg finden, der zwischen dieser Vorstellung einer Verdoppelung quasi des Wortschatzes und einer realistischen Einschätzung Wortschatz in der einen Sprache, Wortschatz in der anderen Sprache. Was man hier noch sehen kann, das werde ich auch gleich im nächsten Beispiel noch zeigen,
Es findet hier in gewisser Weise ein Fortschritt der Kinder natürlich statt in Bezug auf Niederländisch aller Kinder mit einem gewissen Rückstand der Kinder mit den anderen beiden Sprachen. Wenn man die beiden anderen Sprachen anguckt, findet dieser Fortschritt nicht mehr statt. Es führt sozusagen, tritt sozusagen eine Stagnation ein. Das können Sie gut sehen mit den Sechsjährigen. Da haben Sie in gewisser Weise den Schuleintritt beziehungsweise den Beginn dieser. Die niederländische Schule beginnt schon mit einer Vorschule, mit 4, und dann hätten Sie quasi den Eintritt in die reguläre Grundschule. Dann würde schon eine gewisse Stagnation dieser Erstsprachen auftreten. Natürlich auch aufgrund der jetzt in der Schule üblichen Bedingungen. Ein anderes Beispiel aus Deutschland von Elke Montanari, die also Kinder mit russischer L1 untersucht hat, wo es um die Frage geht, wie entwickelt sich der Wortschatz dieser Kinder im Schulalter, im Grundschulalter, also etwas ältere Kinder, also von 6 bis 9 Jahren ungefähr, 6 bis 10 Jahren. Ich will jetzt auch gar nicht in die Details gehen, wenn Sie nur diese Kurven, das geht also jetzt auch nur um eine, das sind Rohwerte, also quasi wie viele Items wurden von den Kindern quasi richtig zugeordnet bei einem Wortschatztest. Wenn man Bilder zuordnen muss und dann hört man das Wort und dann muss man das richtige Bild zeigen, dann sehen Sie, dass diese Kinder, alle diese Kinder einen Sprung im Deutschen machen, einen deutlichen Sprung im Deutschen machen. Natürlich auch ein Effekt davon ist die Schule. Sie sehen aber, dass die Kinder auf sehr unterschiedlichem Niveau starten und Sie sehen auch, dass die Kinder am Ende dieses zweiten Messzeitpunktes auch immer noch auf einem sehr unterschiedlichen Niveau sind. Also dieser Sprung ist tatsächlich für jedes Kind unterschiedlich, auch unterschiedlich. Aber insgesamt relativ eindeutige Entwicklung sozusagen nach oben. Das wäre auch nichts anderes eigentlich zu erwarten. So, wenn Sie den zweiten Teil Russisch anschauen, dann sehen Sie, dass die Kinder stagnieren. Zumindest stagnieren, einige entwickeln sich sogar zurück. Das heißt, hier haben wir auch wieder die Situation, manche Forscher nennen das den sogenannten subtraktiven, oh, jetzt bin ich zu schnell gesprungen, den subtraktiven Bilingualismus. Das heißt, wenn die Erstsprache nicht gefördert wird und in gewisser Weise einer gesellschaftlichen, ich will jetzt nicht sagen Diskriminierung, aber einer gesellschaftlichen Nichtbeachtung unterliegt, dann wird die Zweitsprache auf Kosten dieser Erstsprache erworben. Dann findet sozusagen keine Steigerung. Also additiv würde bedeuten, beide Sprachen entwickeln sich gleicherweise nach oben. Das tritt eben bei vielen Kindern mit Migrationshintergrund nicht auf. Und das Beispiel hier zeigt das an diesen Kindern mit russischer Erstsprache eigentlich sehr schön. Das überspringe ich. Das habe ich jetzt wahrscheinlich keine Zeit mehr, sondern ich komme jetzt auf die Frage der Beschulung zu sprechen. Das ist ein Schema, was entwickelt worden ist von Masumi und von Dewitz. Das ist schon eine Weile im Umlauf. Also das wurde sogar schon vor 2015 entwickelt. Noch nicht ahnend, dass das so eine Aktualität bekommen würde. Also das ist tatsächlich mittlerweile, das werden wir auch gleich am hessischen Beispiel sehen, aufgrund diese Intensivklassen oder Vorbereitungsklassen oder Willkommensklassen wieder so eine Bedeutung im deutschen Schulsystem einnehmen würden. Also wenn Sie sich erinnern, beziehungsweise einige von Ihnen kennen das noch, also man sprach lange Zeit, das ist diese gelbe Säule ganz links. Das war auch durchaus kritisch gemeint. Man sprach eben, es gibt nur Erziehung in der Regelklasse. Alle Kinder werden eingeschult, regulär kommen in die Regelklasse, egal welche Sprache sie zu Hause sprechen, egal wie gut sie Deutsch können. Das nennt man das sogenannte submersive Modell. Submersiv im Sinne von, die Kinder werden quasi ins Wasser geworfen und schwimmen. Tauchen unter und schwimmen aber dann. Irgendwann schaffen sie es, das irgendwie mitzuhalten. Bedeutet aber natürlich für bestimmte Kinder eine Benachteiligung. Aber der Vorteil, sie sind alle in der gleichen Klasse. Dann gibt es ein Modell, was eine Erziehung in der Regelklasse, also überwiegend in der Regelklasse vorsieht, aber eben zusätzliche besondere Sprachförderung. Also quasi, das ist mittlerweile ja schon State of the Art in allen Bundesländern. Man kennt diese DATS-Kurse. Da habe ich gleich noch eine Folie, wo man das nochmal sehen kann, am Beispiel von Hessen. Die DATS-Kurse bilden einen Bestandteil. Die Kinder sind ein paar Stunden in der Woche in diesen DATS-Kursen, also diesen orangenen, besondere Sprachförderung, aber in der Regelklasse und kommen dann entsprechend, nehmen an dem normalen Unterrichtsgeschehen teil. Das ist das integrative Modell.
Dann haben wir in der Mitte, das ist jetzt quasi das häufigste mittlerweile anzutreffende Modell, das sogenannte teilintegrative Modell. Das ist, was wir jetzt in Hessen haben, in Hessen und in allen anderen Bundesländern auch, nämlich wir haben einerseits besondere Sprachförderung in einer getrennten Klasse, die sogenannte Intensivklasse heißt die in Hessen oder eben in anderen Bundesländern die Willkommensklasse, die Weltklasse oder wie auch immer man diese Klassenform nennt. Auf jeden Fall eine Segregation in gewisser Weise. Die Kinder sind tatsächlich überwiegend in dieser Klasse, aber es gibt noch ein Element der Integration, nämlich es findet ein Teil des Unterrichtes zusammen mit anderen Kindern statt, wenn das irgendwie organisatorisch machbar ist. Und es findet vor allem eine sukzessive Integration in die Regelklasse statt. Das heißt, diese Schwelle ist relativ durchlässig. Das ist ein Modell, was es in Schulen gibt, also dieser Übergang etwas weicher zu gestalten. Es gibt aber auch das Modell, was ich auch selber immer wieder erlebe, wenn ich dann in bestimmten Schulen Lehrkräfte oder auch Studierende besuche, die da Praktikum machen und so weiter. Der gesamte Unterricht ist in der getrennten Klasse und es findet eben kein gemeinsamer Unterricht statt. Und erst nach 2 Jahren, Maximum 2 Jahren, erfolgt eben die Integration in die Regelklasse. Das ist das parallele Modell. Das findet sich auch tatsächlich, auch in Hessen findet sich das in gewissem Umfang. Und dann haben wir noch ganz rechts, das ist aber für mein Thema jetzt nicht weiter relevant. Wir haben natürlich Strukturen mit älteren Kindern und Jugendlichen, die erst im höheren Schulalter nach Deutschland kommen. Und für die gibt's dann eben diese Integration nicht in dem Sinne, sondern sie haben eine Berufsvorbereitungsjahr in TEA, ein bestimmtes Angebot, was eben dann für sie getrennt angeboten wird. Und sie machen dann darin einen gewissen Abschluss und wechseln dann tendenziell schon in den Beruf, es sei denn, sie schaffen dann den Übergang in die Oberstufe. So, das ist das allgemeine Modell. Das haben die Kollegen tatsächlich entsprechend eine Bilanz gezogen, die Bundesländer befragt. Und das war eben tatsächlich schon im Vorfeld der Flüchtlingsbewegung von 2015. Und in Hessen, das ist jetzt aus der offiziellen Homepage, erfolgreich Deutsch lernen ist sozusagen das Material, was Sie da finden. Und ich will jetzt nur kurz diese Punkte, die Sie in der unteren Hälfte, die obere Hälfte betrifft, tendenziell die Vorlaufkurse, also Kinder, die noch gar nicht schulreif in dem Sinne sind oder sie werden zumindest zurückgestellt aus unterschiedlichen Gründen. Diese Kinder bekommen diese Vorlaufkurse oder sie bekommen eben ein Sprachkursangebot in der Schule, was sie befähigen soll, dann entsprechend regulär eingeschult zu werden. Ich rede jetzt von Kindern, die schon im Schulalter sind, regulär eingeschult eigentlich sind. Und hier sind die beiden linken Modelle die dominanten, die bedeutendsten, die Intensivklassen an allgemeinbildenden Schulen. Das ist ja klar. Das heißt, was wir gerade gehört haben, ein überwiegend segregatives, teilintegratives Modell. Und wir haben die Intensivkurse, da ist der integrative Teil stärker. Und beim anderen Fall ist der integrative Teil weniger stark. Das wäre das, was es in Hessen analog in anderen Bundesländern entsprechend gibt. Die spannende Frage, die ich heute nicht beantworten kann, das habe ich mir schon gedacht, als ich die zusammengestellt habe, ist die Frage, was weiß man über den Erfolg dieser unterschiedlichen Modelle? Ich erwähne wenigstens kurz eine Studie, Höckel und Schilling, das sind Wirtschaftswissenschaftlerinnen, die im Rahmen einer der Ruhr-Universität Bochum, beziehungsweise es gibt da eine gemeinsame Universität der verschiedenen Ruhr-Universitäten, die da auch gemeinsam entsprechende Papers produzieren. Die haben also eine solche Studie durchgeführt am Beispiel von Hamburg und haben sich gefragt, wenn wir jetzt vergleichen, Kinder, die in eine Vorbereitungsklasse kommen und andere Kinder, die direkt in die Regelklasse kommen, welche Kinder sind später bildungspolitisch beziehungsweise in ihrem Bildungsweg erfolgreicher. Das haben sie versucht durchzuexerzieren. Für Hamburg, wir sehen hier die Zahlen, also es gibt quasi dieses eine Sample, das sind 901 Kinder, die in dieser Vorbereitungsklasse waren. Das heißt, in der Intensivklasse waren. Die Begriffe sind jetzt auf Englisch, das ist jetzt nicht so dramatisch. Das muss man jetzt einfach so hinnehmen. Und es gibt Kinder, die in keiner extra Intensivklasse waren, sondern die direkt in der Regelklasse, wie sie auch hier heißt, die direkt in die Regelklasse sozusagen eingeschult wurden. Und dann haben die hinterher in Hamburg einen solchen Test, schulische Kompetenzen ermitteln. KERMIT heißt dieser Test, eine Anwendung an Sesamstraße ist das, glaube ich.
Und da werden die beiden Gruppen verglichen und es kommt tatsächlich heraus. Ich sage aber nur das und die Details erspare ich Ihnen heute, dass die Kinder, die in dieser getrennten Beschulung waren, in diesem Test weniger gut abschneiden. Daraus leiten dann diese beiden Kolleginnen aus der Wirtschaftswissenschaft ab, dass vielleicht doch die integrative Lösung besser wäre. Das können wir vielleicht nachher nochmal diskutieren. Ich überspringe die entsprechenden Folien, die den Beweis dafür führen und komme jetzt. Das sehe ich jetzt gerade sehr schlecht. Die Überschrift ist nicht zu sehen. Die Überschrift heißt, das ist der Hauptteil des Vortrags. Deswegen habe ich ein bisschen mich beeilt, um das jetzt dafür auch noch genug Zeit zu haben. Der Hauptteil, nämlich die Frage Umgang mit Mehrsprachigkeit in deutschen Schulen. Und ich erwähne jetzt verschiedene Formen. Und eine der älteren Formen ist der sogenannte Herkunftssprachenunterricht. Also der Unterricht, da hat man Kinder zusammengefasst, die gleiche Sprache sprechen und hat für diese Kinder einen Herkunftssprachenunterricht angeboten. Das gibt es auch nach wie vor. Und es gibt zwei Grundformen, die will ich jetzt wenigstens erwähnt haben, nämlich es gibt den als Teil des öffentlichen Schulwesens und das sind die Länder, die ich hier angekringelt habe. Und Sie sehen, dass Hessen hier nicht dabei ist. Das ist eine bedauerliche Entwicklung, die ist aber schon so lange her, dass man jetzt schon darüber nicht mehr lamentieren muss. Berlin, interessanterweise, hat den Kringel bekommen, obwohl es lange Zeit diesen Unterricht gar nicht hatte. Darüber kann man das vielleicht auch noch mal was sagen. In diesen, vor allem, ich kenne jetzt das nordrhein-westfälische Beispiel am besten, da habe ich auch selber Forschung dazu gemacht. Der Vorteil dieses Angebots ist, dass die Lehrkräfte werden entsprechend fortgebildet. Die werden nicht einfach vom Herkunftsland entsandt und machen dann da ihren Unterricht irgendwie separat von dem regulären Curriculum, sondern sie werden in gewisser Weise ins Curriculum integriert, zumindest vom Anspruch her. Und es gibt entsprechendes Lehrmaterial, was speziell für die Kinder in den Schulen in Deutschland entwickelt worden ist, in der jeweiligen Herkunftssprache. Das ist also ein wichtiger Unterschied gegenüber dem, was ich jetzt hier erwähnen möchte, nämlich den Konsulatsunterricht. Das heißt, die Verantwortung für diesen herkunftssprachigen Unterricht liegt in den Konsulaten der entsendenden Länder. Das ist in Hessen mittlerweile der Fall. Wobei es in Hessen noch aufgrund der langen Tradition dieses muttersprachlichen Unterrichts noch eine Reihe von Lehrkräften gibt, die das alte Modell noch anwenden dürfen. Und wenn die Gruppen zu klein werden, die Lehrkräfte sind ja regulär ausgebildet, das heißt, sie müssen dann andere Fächer unterrichten. Und hier sehen Sie die entsprechenden Bundesländer, das ist quasi spiegelverkehrt. Das sind Bundesländer, die nach dem Konsulatsunterricht verfahren. Und Berlin hatte das auch und hat das dann abgeschafft, 2016. Mal gucken, was die neue Koalition jetzt da macht in Berlin. Auf jeden Fall ist das Problem dieses Unterrichts genau, was man dann auch gesehen hat in der Diskussion. Das war ja eine große Diskussion damals, die letzten Wahlen in der Türkei mit Erdogan und so weiter. Das kommt jetzt ja wieder. Und damals gab es eine heftige Debatte über die Einflussnahme des türkischen Staates auf seine türkischen Bürger in Deutschland. Und ein Instrument der Einflussnahme war natürlich dieser muttersprachliche oder herkunftssprachliche Unterricht. Das überspringe ich jetzt auch wieder, aber Sie sehen, ich stehe diesem Modell nicht ganz so, trotz der historischen Bedeutung, nicht ganz so unvoreingenommen gegenüber. Ein Problem ist, was Sie hier auch sehen, es ist in gewisser Weise eine Form, also man sagt, für die Kinder, die eben nun in Gottes noch aus einem anderen Land kommen und diese Deutsch eben als Fremdsprache erst gelernt haben, machen wir noch einen eigenen Unterricht. Das hat auch etwas. Ein bisschen was Stigmatisierendes. Die Kinder werden quasi auf diese sprachliche Differenz festgelegt. Und das wird eben auch kritisiert. Das heißt, warum sollte man Türkisch nur für diese Kinder anbieten? Warum sollte man Türkisch nicht auch als moderne Fremdsprache neben Italienisch oder neben Spanisch anbieten? Oder natürlich auch Russisch, vielleicht jetzt gerade wegen des Krieges nicht mehr opportun, aber vielleicht müsste man dann Ukrainisch entsprechend als Sprache irgendwie entsprechend verankern. Das ist eine Diskussion, die sicher auch geführt werden müsste. Und es wird immer wieder Versuche geben, auch von Elternvereinen genau das auf die Tagesordnung zu setzen. Also Türkisch jetzt nicht einfach nur als einen solchen, an diese spezielle Gruppe gerichteten Unterricht, nur für diese Kinder quasi zu machen, was immer auch so ein bisschen dann in der entsprechenden Nische dann landet. Ein zweites sehr breites Feld, das kann ich jetzt nicht vertiefen. Auch dieses kann ich nicht vertiefen, weil der Vortrag eben doch ein Überblick sein soll und eben nicht sozusagen nur in bestimmte kleine Elemente immer hineinzoomt, nämlich die Bedeutung der bilingualen Klassen. Und das ist natürlich gerade in Frankfurt ein großes Thema, weil wir einige bilinguale Klassen oder Schulen mit bilingualen Klassen eben haben. Es gibt diesen Modellversuch hier italienisch und da sind ja auch wahrscheinlich Leute dabei, die das
die das kennen, also eine Kooperation, in dem Fall ja auch mit dem Konsulat, aber natürlich ganz anders, nämlich ist es Teil einer solchen Schulkonstruktion, was hier für die italienische Community etwas angeboten wird, aber natürlich genau nicht separat, sondern integriert. Und das ist genau die Pointe, die hier das Zusammenführen zweier Gruppen von Kindern, die in Familien aufwachsen, die wo Italienisch gesprochen wird. Also wäre jetzt als Beispiel, natürlich dasselbe gibt es auch für Türkisch und andere Sprachen. Und Kinder aus der Mehrheitsbevölkerung, die vielleicht eine Affinität haben und die sagen, wir würden gerne die Kinder in so eine zweisprachige Schule schicken, wo sie die Vatersprache eben auch lernen als Schriftsprache. Und das wäre dann genauso eine, das nennt man dann Dual Immersion, also eine wechselseitige Immersion. Die Kinder haben Unterricht in beiden Sprachen, mal gemeinsam, mal jeweils in der Gruppe. Die Lehrkräfte werden, je nach Modell, werden die Lehrkräfte im Teamteaching dann hier in die Klassen geschickt. Das heißt, es gibt hier auch eine sehr schöne Kooperation im Austausch. Man sucht nach Begriffen in den jeweils anderen Sprachen und es findet so eine Form des Sprachlernens statt, die natürlich nur für eine relativ kleine Gruppe von Kindern immer möglich gewesen ist. Gibt es bundesweit vielleicht ein paar hundert, vielleicht auch nicht mal so viele Schulen, die nach einem solchen oder einem ähnlichen Modell, es gibt in Hamburg ein Modellprojekt, was von Gogolin evaluiert worden ist. Es gibt natürlich die klassischen, es gibt in Berlin diese sogenannte Europaschule Berlin und es gibt natürlich so klassische deutsch-italienische Projekte wie die in Wolfsburg, das gibt es schon seit 40 Jahren. Nur als Streiflicht, damit man sich das auch unterrichtstechnisch vorstellen kann. Stellen wir uns also eine erste Klasse vor. Die erste Klasse lernt jetzt Buchstaben. Das ist ein bisschen altmodisch vielleicht. Also man hat jetzt quasi Buchstabeneinführung nach einem etwas älteren Modell der Sprachdidaktik. Und das wird jetzt hier in dieser kleinen Studie von Lemmen, Schwede und so weiter, wird das jetzt hier vorgestellt als zweisprachiges Projekt. Das heißt, der Papagei selber ist zweisprachig und führt jetzt sozusagen die Kinder in das P ein. Und der spannende Teil, das kann man lesen und dann habe ich ja, damit jemand, der Türkisch kann, könnte jetzt sagen, ja, was ist eigentlich es gibt es also jetzt diese Kisten mit den verschiedenen Gegenständen und diese Gegenstände haben unterschiedliche, natürlich die Wörter für diese Gegenstände in den Sprachen haben unterschiedliche Anlaute und wir sammeln jetzt die Wörter, die mit P anfangen. Und natürlich gibt es ein interessantes Phänomen, das zeige ich Ihnen auf der nächsten Folie. Es gibt jetzt tatsächlich Wörter, die in beiden Sprachen mit P anfangen, wie zum Beispiel hier der Polizist, heißt auf Türkisch Polis. Also gar nicht so schwer. Das fängt mit beiden Sprachen mit P an, ist super, das kann man also lernen. Oder auch sowas wie der Pinguin, heißt auf Türkisch auch Pinguin, meines Wissens. Oder vielleicht ist es ein bisschen anders ausgesprochen. Oder natürlich der Pinocchio, der ist ja klar, der ist ja ein Eigenname. Der Pinocchio gibt es natürlich auch in Türkisch keinen anderen Namen für den. Papagei weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall hat man hier eine Reihe von Objekten in diesem mittleren Kiste, die für beide Sprachen, aber auch für keine Sprache. Also Maus ist genauso wenig ein P im Anlaut wie das türkische Wort für Maus. Fare hat natürlich auch kein P. Das heißt, diese Wörter muss man aussortieren. Und dann gibt es noch Wörter, die haben auf Türkisch ein P und auf Deutsch nicht, ne? Also hier zum Beispiel dieses Geldstück, also Geld, türkisch para, hat mit P am Anfang. Ne? Das heißt, hier hat man ein P und im Deutschen würde man ja bei Geld, das würde natürlich nicht in diese Kiste kommen. Oder auch die Briefmarke heißt Pul. Das wären die P-Wörter auf Türkisch und es gibt jetzt auch noch P-Wörter auf Deutsch, die es im Türkischen nicht gibt. Nämlich zum Beispiel hier gibt es das Pferd, sowieso nochmal extra kritisch, weil es mit P anfängt, aber wir haben den Pullover. Na gut, es ist jetzt kein richtiges Deutsch, aber das ist natürlich trotzdem deutscher Grundwortschatz und wir haben Pinsel, wo wir also das P haben. Das heißt, diese Art von koordinierter Alphabetisierung, wie man das dann nennt, die es in verschiedenen solchen Schulen gibt, hat natürlich einen Effekt für die Sprachaufmerksamkeit. Das heißt, das trägt dazu bei, dass Kinder lernen, darüber nachzudenken. Erstens mal, was bedeuten, wenn ich jetzt ein Wort habe, ich habe einen Sachverhalt und ich frage mich, wie nennt man das in der einen, wie nennt man das in der anderen Sprache? Wir stellen fest, es gibt große Unterschiede, es gibt manchmal auch Gemeinsamkeiten. Und das schärft natürlich auch die Aufmerksamkeit dann später auch für Lautunterschiede. Und die braucht man dann für den Schriftspracherwerb. Also eine solche Methode gibt es schon lange. Aber eben tatsächlich nur in solchen Schulprojekten. Eine fortgeschrittene Methode, die ich hoffentlich auch nochmal in ihrer wissenschaftlichen Dimension erläutern kann, ist dann das reziproke Lesen, was als eine Form des kooperativen Lernens vor allem in der dritten und vierten Klasse zum Einsatz kommt. Und das ist jetzt ein Modell,
Projekt aus Nordrhein-Westfalen. Da gibt es also hier, da sehen Sie hier Literaturunterricht in der vierten Klasse, ein Buch, ein Bilderbuch in beiden Sprachen, ein Glas Zeit, Birbardak Saman. Und die beiden Lehrkräfte arbeiten hier gemeinsam. Der entscheidende Punkt ist aber nicht, dass die Lehrkräfte das ihnen den Kindern vorpräsentieren, sondern die Kinder arbeiten hinterher in Gruppen und bearbeiten verschiedene Aufgaben, um den Text zu verstehen. Also lesen, aber tatsächlich mit Strategien. Strategien lesen. Und für diese Strategien, die Sie hier links in diesem Flyer hier sehen, da sieht man schön, die unterschiedlichen Farben bedeuten unterschiedliche Strategien. Und jedes Kind kriegt dann so eine Karte und muss dann mit der Gruppe gemeinsam seine Strategie durchexerzieren. Und da kommt eben dann auch die andere Sprache entsprechend zum Einsatz. Also wenn man Kinder hat, die werden dann nach Muttersprache zusammengesetzt. Die machen dann bestimmte Aufgaben auf Türkisch. Das wäre so ein Modell, wo man sagt, das ist Teil einer solchen Arrangement, wo man aber tendenziell Klassen braucht, bei denen die Kinder einer Sprache besonders stark vertreten sind. Es ist schwierig zu machen, wenn in einer Klasse, so ähnlich wie in meiner Grafik von Anfang, wenn Sie 20 Kinder haben und von jedem 20 Sprachen oder 18 Sprachen, also tendenziell jedes Kind eine andere Sprache, dann geht natürlich so ein Modell gar nicht. Deswegen natürlich besonders wichtig oder besonders interessant für Kollegen das Aufgreifen von Mehrsprachigkeit im Regelunterricht, also in ganz normalen Klassen, die eben keine entsprechend vorsortierte Schülerschaft haben. Das ist jetzt auch wieder ein älteres. Ich liebe es ja ein bisschen, die Dinge zum Vergleich auch nochmal ins Gespräch zu bringen. Das ist so ein Projekt, wo es um die Frage geht, wir sammeln Gemüse und wir sammeln Obst und Gemüse in unseren Sprachen. Das heißt, vielleicht sammeln wir die wirklich, machen so eine Stunde, wo wir auch die Dinge mitbringen in die Schule. Und dann sprechen wir darüber, wie heißen die in deiner Sprache, wie heißen die in deiner Sprache und dann sammeln wir die Wörter. Also das ist nicht ganz so einfach in der Grundschule natürlich, weil die Kinder nicht unbedingt die Sprache lesen und schreiben können. Und deswegen sieht man hier in diesem Beispiel aus dieser älteren Studie von Bosselmann, dass die Eltern wurden hier einbezogen. Die Eltern haben dann den Kindern geholfen, diese Namen zu finden für diese Obst- und Gemüsesorten. Und die wurden dann hier eingetragen. Und natürlich auch eine interessante Entdeckung. Man sieht, dann gibt es verschiedene Schriften und nicht immer gelingt das. Also die Eltern mit russischer L1, also die rechte Seite, die haben dann noch es geschafft, denen noch eine entsprechende Lautschrift hinzuzufügen. Das ist jetzt den anderen Eltern mit den entsprechenden Namen in Dari nicht gelungen. Da müsste man dann vielleicht noch, dann kann man hoffen, dass einige Kinder das Wort trotzdem kennen und dann den Bezug wenigstens herstellen kann, dass das eine ganz andere Schrift ist. Aber auch da gibt es eben so eine Förderung der Sprachbewusstheit. Das überspringe ich. Ich komme jetzt noch zu einem eigenen Projekt. Das ist jetzt ein weiteres Feld, wo es mehrere Projekte dieser Art gibt, nämlich die Arbeit mit zweisprachigen Bilderbüchern. Und das kennen wahrscheinlich einige von Ihnen, der kleine Eisbär. Kleiner Eisbär, wohin fährst du? Ist also ein Klassiker, der also auch schon relativ früh in verschiedenen anderen Sprachen erschienen ist, übersetzt worden ist. Und das sind jetzt hier vier Kinder. Die hatten die Aufgabe, in ihrer Sprache einen Satz zu schreiben. Der kleine Bär schreibt einen Brief an, ja, an wen eigentlich? Ja, natürlich als Nilpferd, weil er ja mit dem Nilpferd, das Nilpferd ist der Freund, den er in Afrika kennenlernt und am Ende ist er wieder am Nordpol und schreibt dann am Ende einen Brief an seinen Freund und das schreiben die jetzt in ihren verschiedenen Sprachen auf und Sie sehen hier, links ist Türkisch, dann haben Sie hier Neugriechisch, dann haben Sie hier ein Sätzchen auf Französisch und noch ein Italienisches und dann weiß man nicht genau, was die dritte Sprache oder die vierte Sprache ist. So, und das ist ein typischer Fall für so ein mehrsprachiges Projekt, was man natürlich dann entsprechend vorbereiten muss. Das heißt, das Buch selber ist natürlich der Ausgangspunkt. Da sehen Sie das Buch in den zweisprachigen Versionen. Das heißt, man kann hier den türkischen Text lesen, den deutschen Text lesen. In der Regel liest man natürlich nicht alles immer, sondern vielleicht mal ein Stück von dem und mal ein Stück von dem. Und kann dann natürlich die Kinder mit der entsprechenden Erstsprache um Hilfe bitten. Erklär mal, oder wie heißt denn das Tier in der Sprache? Und dann überlegt man ja, wie heißt denn das? Und dann vergleicht man das mit verschiedenen Sprachen, vielleicht auch mit anderen Sprachen, die es in der Klasse gibt. Und auf diese Weise entsteht dann da so auch wieder ein Austausch, natürlich auch ein kultureller Austausch über diese verschiedenen Sprachen hinweg.
Dann hat man natürlich solche Begriffe, Begriffssammlungen. Das sind klassischer Fall. Das heißt, man sammelt die Begriffe für Eisbär in verschiedenen Sprachen. Oder auch, weil das Thema ja Freundschaft ist in diesem Bilderbuch, der freundet sich mit dem Nilpferd an und dann geht es ja um die Frage, was sind eigentlich Freunde? Und dann hat man hier so ein Gespräch über Freundschaft und auch Freunde wurden dann in verschiedenen Sprachen dann zusammengetragen. Nicht unbedingt die anderen Begriffe, das wäre dann vielleicht ein bisschen zu aufwendig gewesen. Das kann man weiter vertiefen. Natürlich gibt es jede Menge Sprachspiele. Das gibt es schon in dem alten Buch von der Gerlin Behlke von 2003, Mehrsprachigkeit im Deutschunterricht, ist immer noch lesenswert, meiner Ansicht nach. Wird aber, glaube ich, nicht mehr verlegt. Heutzutage gibt es ja modernere Sachen. Aber sie hat auch schon solche Memories und solche Spiele gehabt, wo diese Sprachen auch vorkommen. Und da muss man hier links, muss man dem Nilpferd die richtige Farbe zuordnen. Und das muss natürlich grau sein. Und dann hat man tendenziell eine Karte, wo das Nilpferd auftaucht, in der Türkisch und muss dann eine Karte für grau ansetzen, egal in welcher Sprache. Das letzte Beispiel, Sprachreflexion im Sinne von Grammatik. Das geht natürlich dann immer nur, dass man eine Sprache fokussiert. Das heißt, das kann man natürlich nicht gleichzeitig mit mehreren Sprachen machen. Und wir haben damals, es waren doch relativ viele türkischsprachige Kinder in der Klasse und wir haben dann das Projekt so gestaltet, dass wir die typischen Satzbaupläne, das kennt man noch aus dem alten Grammatikunterricht, in drei verschiedenen Farben oder in vier, und dann die Frage, wo steht eigentlich Subjekt und wo steht eigentlich das Prädikat, das war dann eigentlich die Hauptaufgabe und hier kann man das jetzt sehen, das wurde dann darüber gesprochen am Ende, ja, wenn man jetzt die beiden Sätze vergleicht, also der obere Teil, Lars hi pro ja ja dim eti, und dann hier Lars half Hippo, da hat man im Deutschen die berühmte Verb-Zweitstellung und im Türkischen eben die Verb-Endstellung. Das wäre also so ein kleines grammatisches Lernziel, wo es eben aus der Mehrsprachigkeit tatsächlich auch ein solcher Gewinn gezogen wird. Früher hätte man das vielleicht im Lateinunterricht gemacht und hätte dann gesagt, Latein ist vielleicht so ähnlich wie Deutsch oder eben auch anders wie Deutsch. Weiß ich gar nicht, ob die Verb-Zweitstellung im Lateinischen relevant ist. Ich glaube nicht. Jedenfalls ist es so, dass Sie hier mit dieser Hilfe, dieser Mehrsprachigkeit der Kinder eben auch Sprachreflexion in diesem Sinne, und das steht ja auch in den Bildungsstandards, Sprachreflexion ist ein wichtiger Aspekt dabei. Interessant für uns selber in dem Projekt damals war, dass wir den Kindern diese Aufgabe gegeben haben, die Geschichte weiterzuschreiben. Und wir haben gesagt, ihr könnt die in jeder Sprache schreiben, die ihr wollt. Und dass tatsächlich so viele Kinder, dass die Kinder wollten das in ihrer Sprache schreiben. Also erstaunlich viele Kinder wollten das in ihrer Sprache schreiben und nicht auf Deutsch. Das heißt, die Geschichte wird unterbrochen. Das ist ein klassisches Element der Grundschuldidaktik. Das heißt, man fragt jetzt dann irgendwie, wie könnte die Geschichte weitergehen? Und dann soll man mal eine Idee entwickeln. Und dann gibt es eben verschiedene Vorschläge, wie die weitergeht. Und hier gibt es eben eine Variante davon auf Griechisch. Es war natürlich dann interessant, das rauszukriegen, was das Kind da eigentlich geschrieben hat. Da braucht man natürlich dann noch Hilfe oder das Kind selber erklärt dann vielleicht auf Deutsch, was es da eigentlich geschrieben hat. So, da sind wir schon an der Grenze angelangt. Das ist also alles noch im Rahmen mehr oder weniger älterer Grundschuldidaktik, also Grundschuldidaktik der 2000er Jahre. Und mittlerweile gibt es dafür einen neuen tollen Begriff, nämlich den Begriff des Translanguaging, aus den USA stammend. Und das Beispiel, was ich hier habe, ist auch aus den USA. Und wenn man das jetzt in einen Begriff, diesen Begriff Translanguaging irgendwie auf Deutsch definieren wollte, müsste man also sagen, das Ziel ist gemeinsame Lernprozesse unter Beteiligung aller zur Verfügung stehenden sprachlichen Ressourcen der Kinder auf den Weg zu bringen. Das ist also in gewisser Weise der Ansatz. Und das Beispiel, das ich hier, wo ich hier eine Seite Ihnen präsentiere, ist aus so einer Unterrichtseinheit zu Herkules. Da gab es ja auch mal so einen Hollywood-Film dazu, so einen Zeichentrick. Und dann haben die Kinder über Herkules gesprochen. Und dann war ihnen die Freiheit gelassen, sich zu entscheiden, ob sie auf Spanisch oder eben auf Englisch. Ne? Und die Klasse ist eben eine sehr große spanische Gruppe gewesen. Und dann sieht man, dass die Kinder hier zum Teil auf Spanisch geschrieben haben. Ich habe es da unten versucht zu übersetzen. Und dann sieht man, dass ihr hier zwischen den Sprachen hin und her wechselt. Und das ist eben genau möglich, wenn man sagt, hier, wir möchten diese Ressource auf jeden Fall berücksichtigen. Weil das Thema ja Flüchtlinge ist, wollte ich jetzt noch ein Beispiel nehmen aus unserer Arbeit in der Intensivklasse. Das ist das Projekt Alpha Alif. Da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Auch wir haben mit mehrsprachigen Bilderbüchern gearbeitet. Und das Beispiel, was jetzt in so einem gemeinsamen Band von Schüler, Dehn und Merklinger jetzt gerade erschienen ist,
ist so ein Lesetheater-Skript, mehrsprachiges Lesetheater. Und was Sie hier sehen können, die Kinder, es sind also vier Kinder beteiligt in dieser kleinen Fördergruppe, die eine Studierende hier organisiert hat. Und sie hat dann selber die Sprachen der Kinder genommen, um passend zur Geschichte. Die Geschichte geht um ein Kind, was Wörter sucht, weil es die Sprache, es spricht Arabisch und wird aber nicht verstanden. Und dann suchen die beiden Mädchen, die sich dann anfreunden, gemeinsam nach Wörtern in verschiedenen Sprachen. Und das machen die Kinder hier eben auch. Und Sie sehen, hier werden dann eben diese Wörter einbezogen. Also Apfel oder eben Arabisch Tufah oder eben Manzana, das spanische Wort. Und dann ist das tendenziell eine Gelegenheit, mit den Kindern ganz einfach, ganz basale Lesekompetenz tatsächlich hier ein bisschen über diese Mehrsprachigkeit auch ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, ich habe ja noch einen Teil über Forschung. Ich überspringe diesen Teil und lasse das vielleicht für die Diskussion offen, weil ich weiß nicht genau, wie viel Zeit wir dann tatsächlich noch haben und möchte jetzt eigentlich mit Thesen schließen, mit kurzen Thesen schließen und dann könnten wir vielleicht dann noch in die Befragung einsteigen. Also erster Punkt, das ist klar, Mehrsprachigkeit stellt weiterhin an Bedeutung zunehmendes Phänomen der Schulwürdigkeit in Deutschland dar. Also man hat geglaubt, vor 2015 wird weniger, es wird im Gegenteil, wir haben jetzt noch mehr Mehrsprachigkeit und durch die ukrainischen Flüchtlinge allemal. Die klassischen Formen des Einbezugs weniger offizieller Sprachen in Form eines Herkunftssprachenunterrichts verlieren an Bedeutung. Das sieht man auch an den Schülerzahlen, die zurückgehen, weil es dann doch das Interesse der Kinder nicht so stark ist. Dagegen gibt es eine wachsende Sensibilität für den Umgang mit Mehrsprachigkeit im Klassenzimmer. Und das nimmt mittlerweile auch einen zunehmenden Stellenwert in der Lehrerbildung ein. Ein wichtiger Punkt, da habe ich jetzt noch nichts zu gesagt, aber das ist natürlich unvermeidlich. Das Zulassen mehrsprachiger Situationen im Unterricht bedeutet auch eine teilweise Abgabe der Kontrolle über die Lernsituation durch die Lehrkraft. Das heißt, hier ein Stück weit vertraue ich, dass die Kinder da etwas Sinnvolles einbringen und das führt natürlich auch manchmal zu Unsicherheiten, wechselseitige Unsicherheiten. Aber ich habe natürlich auch noch Hilfsmittel, um dann hinterher das wieder einzufangen. Darüber können wir hier auch nochmal sprechen. Die mehrsprachigen Angebote können zur Reflexion über Sprache generell genutzt werden, also im Sinne der Bildungsstandards. Reflexion über Sprache ist ein wesentliches Element des Kerncurriculums Deutsch und das ist natürlich der Fall. Also wenn das jetzt nur Folklore ist, dann wäre das vielleicht auch unbefriedigend. Also Mehrsprachigkeit hängt eben auch mit Sprachreflexion zusammen. Das habe ich auch noch im wissenschaftlichen Teil Folien dazu, die kann man vielleicht sehen. Mehrsprachige Angebote werden nicht von allen mehrsprachigen Kindern aufgegriffen. Das ist auch eine Erfahrung, die von Lehrkräften machen. Das heißt, es gibt manche Kinder, die möchten gar nicht auf ihre Sprache angesprochen werden. Das heißt, spricht ihr zu Hause nicht Türkisch? Nee, lieber nicht. Und dann ist es aber auch legitim, dass ein Kind sagt, nee, das möchte ich jetzt nicht zum Thema gemacht haben. Und deswegen geht es darum, immer zu gucken, was machen die Kinder von sich aus? Oder wenn ich dann eine Sprache ins Gespräch bringe, wie reagieren Kinder darauf? Und es gibt dann eben Kinder, die darauf begeistert reagieren. Und mit denen lohnt es sich dann weiterzuarbeiten. Aber es gibt eben auch Kinder, die das eher zurückhaltend. Und das ist dann auch durchaus eine legitime Reaktion. So, und die Befunde, die ich jetzt nicht vorstellen konnte, weil die Zeit auch ein bisschen knapp gewesen ist, kann man darüber sprechen. Es gibt Befunde, es gibt auch positive Befunde, aber sie sind noch nicht ganz so eindeutig, wie man sich das gerne in der Forschung gewünscht hätte. Wie das aber auch leider in sehr vielen anderen Themen der Fall ist. An dieser Stelle möchte ich schließen und ich würde jetzt erstmal die Freigabe stoppen.